Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Reality. Ja, heute wieder am Samstag, so ein bisschen ein kurzer Wochenüberblick, es soll nicht so mega lang werden wie beim letzten Mal. Am Ende der Folge lese ich natürlich auch wieder den Brief von der lieben Sandy vor und meine Antwort könnt ihr dann heute Nachmittag auf ihrem Kanal bei Nick Roll sehen. Jo! Ich würde sagen, wir schauen mal. Ich war übrigens wieder fleißig mit dem Anklicken. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier diesen letzten Punkt freigeschaltet, das Training der Pferde in der Reitschule. Die ganze Aktion dauert dann 20 Minuten, bringt aber auch, glaube ich, 320 Credits, wenn mich nicht alles täuscht. Darüber lässt es sich schon ganz gut Geld verdienen. Auch beim Studieren bin ich mittlerweile relativ weit. Ich habe 14 Subjects abgeschlossen. Und Advanced Hoofcare werde ich jetzt heute noch abschließen. Das heißt, ich nehme jetzt gerade am Donnerstagabend auf, dass ihr, wenn die Folge kommt, da oben schon sehen werdet, dass ich nur noch einen einzigen Studiengang frei habe, offen habe. Und zwar hier Conformation and Movement. Das wird auch noch mal eine Weile dauern, denn das dauert halt auch 2 Stunden pro 10%. Das heißt, es sind dann auch nochmal 20 Stunden Minimum. Und da ich ja nicht instant immer draufklicke und ich auch in der Nacht nicht draufklicke, wird es dann nochmal ein bisschen dauern. Aber ja, könnte ich vielleicht jetzt heute im Laufe des Samstages, spätestens Sonntag, abschließen. Und dann bin ich mega gespannt, was das gibt mit dem Eröffnen eines eigenen Unternehmens. Das werde ich dann in der Folge für Dienstag zeigen. Gut, wir schauen mal gerade bei meinen Pferdis rein. So, Ahaltekina. Ich habe einiges weiter trainiert. Ich zeige euch mal, habe ich noch Neuzugänge? Ja, ich habe noch Neuzugänge. Hier gerade nicht. Seifür hat sich ziemlich gut gemacht, das zeige ich euch noch. Hier haben wir noch einen Neuzugang. Übrigens alles Neuzugänge von Zuschauern aufgekauft. Casanova hatte ich euch schon gezeigt, ansonsten habe ich noch nichts Neues. Ja, Zafir haben wir hier noch neu. Ein Araberstütchen, die ein großes G hat für Grey, das heißt, sie wird wohl ausschimmeln im Erwachsenenalter. Dann habe ich so einen richtig schicken Schimmel. Ihr Papa ist auch einer. Da freue ich mich schon sehr drauf. Sie ist jetzt 1 Jahr, 2 Monate alt, kam direkt mit einem Reithalfter zu mir und ja, wie ihr seht, ist sie noch mitten im Training drin, ist gerade dabei, die Basiskommandos, die Basic Commands abzuschließen und zu lernen, hat ein GP von 645 und hat leider nur Third Premium gewonnen, leider kein so super guter Körperbau, aber ich fand es einfach cool mit dem Schimmel. Das fand ich einfach mega cool. Ja, Saifur, mein kleiner Island-Hengst, hat ja eigentlich nicht so die mega geilen Werte. Und hier steht sogar drin, dass Carol nicht glaubt, dass er das hat, was ihn groß rausbringen kann. Aber ihr seht es, 3. Platz, 2. Platz und 1. Platz. Und dem habe ich mittlerweile, leider sind die Bilder davon noch kaputt, die bestmögliche Western-Trense, das bestmögliche Western-Pad und den bestmöglichen Western-Sattel verpasst, habe Sivana dies abgenommen. Denn obwohl sie eigentlich besser war die ganze Zeit, ist sie mittlerweile hinter ihm zurückgeblieben. Also ist gar nicht mehr so gut. Und ihr seht, er ist bei 95% abgeschlossen. Wisst ihr was, wir könnten eigentlich mal gerade mit ihm hier auf Anti-Competition gehen. Können wir mal gucken. Western Reigning. Ach guck, gerade eben erst gestartet. Ja, da ist noch gar keiner drin. Dann machen wir das doch noch nicht, dann machen wir das vielleicht eher am Ende. 25% Energie werden dafür verbraucht, das heißt 90 minus 20, 70, das heißt, ich darf was machen, was maximal 65 Energie kostet. Ist aber bei denen hier gar nicht so super sinnvoll, wenn ich mir das mal so überlege. Machen wir mal das. Guck, das reicht da nämlich schon mal für 100%. Dauert jetzt eine Viertelstunde und dann, guck mal, dann kriege ich ihn heute sogar noch auf 100% abgeschlossen. Dann kann ich heute schon bei ihm anfangen mit dem First Level. Das ist schon auch nice. Der kleine Mann ist ganz gut dabei. Ja, und auch noch neu dabei habe ich von einer Zuschauerin gekauft, diesen schicken Mustang-Hengst. Eigentlich bin ich momentan eher weniger auf der Suche nach Hengsten, sondern eher nach Stuten. Aber ihn fand ich so super schick von der Farbe her. GP liegt bei 658 und der Körperbau ist okay eigentlich, also gut und sogar dreimal very good. Hat zwar leider trotzdem nur für Second Premium gereicht, aber trotzdem ist das eine echt gute Basis für eine Zucht.
Er könnte in Reining, Vielseitigkeit, Distanzreiten, Pferderennen oder Fahren erfolgreich werden. Hototo vom Wildlife Park empfiehlt tatsächlich hier Distanzreiten mit ihm. Deswegen werde ich ihn auch darauf trainieren. Allerdings seht ihr noch, er ist noch im Ground Training momentan. Das heißt, es wird auch noch ein kleines bisschen dauern, bis wir da weiterkommen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Habe ich noch ein Pferd decken lassen, von dem ihr noch nichts wisst? Von Belle und Rarity wisst ihr, die habe ich euch schon gezeigt. Little Princess und Vanadis habe ich euch auch gezeigt. Chocolate, Feather, Namika. Ich glaube, von Feather, das habe ich euch noch nicht gezeigt, wenn mich nicht alles täuscht. Samira hatten wir letztes Mal in der Folge gemacht. Damiana hatte ich euch auch schon gezeigt, wer sie gedeckt hat. Und die drei kennt ihr auch schon. Also Feather, meine kleine schicke Stute hier, könnten wir auch gleich mal noch in Distanzritt reinstecken. Die ist gedeckt worden von Starsky. Und zwar ist es dieser wunderschöne. Ist das ein Frame? Frame. Ist das dann immer ein Overo, wenn es ein Frame ist? I don't know. Wie gesagt, ich kenne mich immer noch nicht gut aus mit den Checkungen. 670 GP ist okay. Und er hat ein Start-Predicate 31 mal First Premium. Tatsächlich hatte, glaube ich, die Besitzerin, genau, Corvid hatte mir Moonlight abgekauft. Das ist meine kleine Moonlight. Corvid hatte mir sie tatsächlich für 80.000 abgekauft, ist auch keine Zuschauerin, beziehungsweise wäre mir neu, falls sie doch eine Zuschauerin sein soll. Nee, genau, I'm a artist from the UK. Genau, deswegen denke ich nämlich nicht, dass sie eine Zuschauerin ist. Das heißt, ihr seht, dass sogar auch Leute so mega hohe Preise bieten, wenn sie gar nicht zugucken bei mir. Im Ranking auf Platz 9 hat hier auch ihren DeviantArt-Kanal angegeben. Werde ich jetzt nicht drauf gucken, weil es nichts mit dem Spiel zu tun hat, aber wenn ihr da mal vorbeischauen möchtet. Sie hat, wie gesagt, nämlich Moonlight gekauft und ich habe nämlich mal so ein bisschen geschaut, wo sind denn meine Schützlinge hingegangen, die ich zuletzt verkauft habe, dass ich da mal so ein bisschen nachgucken kann. Moonlight übrigens wunderschön geworden, finde ich. Und dann bin ich bei ihr nämlich auf Starsky aufmerksam geworden, auf diesen Hengst, und habe dann mit ihm meine kleine Feather gedeckt. Jo, so viel dazu. Sie hat sie auf Distanzreiten ausgebildet, ist auch schon relativ weit tatsächlich. First Level bei 48% nett auf jeden Fall. So, und warte mal, da darf ich jetzt auch nur, das ist zu viel, 67. Dann können wir nur auf was gehen, was 50 abzieht. Ja. So, dann sind wir da auf 48%. Ich habe mich komplett verrechnet, macht nichts. Wir gehen hier aufs Distanzreiten, da sind auch noch nicht so viele drin. Aber beim Distanzreiten stinke ich in der letzten Zeit ziemlich ab. Guck mal, Feather nur auf Platz 5. Ihr seht, das sind, alle von einem Besitzer, krass. Ach, Achaltekina-Züchter. Hier unten sind ein paar Mustangs dabei, ein paar Quarter Horses, aber ansonsten großteils Achaltekina. Guck mal hier, genau. Achaltek, oder wie es, keine Ahnung, wie das im Englischen ausgesprochen wird, ein Quarter Horses, ganz genau. So, haben wir jetzt hier bei Western schon welche drin? Zwei sind schon drin. Oh, das sind ganz gute Scores. Wir schreiben jetzt einfach mal. Krass, wie viele Pferde ich mittlerweile auf Reining habe, ne? Das ist schon. So, Seifür schreiben wir jetzt einfach mal ein. Na, Seifür. Alle anderen sind gerade eher so. Macht nicht so viel Sinn. Er ist momentan tatsächlich hier in Führung. 0,0 Penalties und ein Score von 72. Ich weiß nicht genau, wie gut das ist. In der Dressur wäre es sehr gut. Schon. Und der Kleine, der macht sich echt, also muss ich schon wirklich sagen, der
begeistert mich ganz gut. Ach ja, stimmt, das ist ja hier noch, der ist ja noch im Training, ne? Ich schon wieder. Ich bin schon wieder dezent verwirrt. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich euch zeigen wollte? Nee, ne? Ich habe noch ein paar Pferde, bei denen es noch ein bisschen länger dauert. Ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben. Moment, dann kann ich euch das vielleicht sagen, wann wer Fohlen bekommt. Falls ihr schon mal zwischendrin spinksen möchtet. Aber, nein. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben, aber ich finde den Zettel nicht mehr. Das ist, ne, bin halt ich. Ich schreibe mir immer irgendwas auf irgendwelche Zettel auf, die ich dann nicht mehr wiederfinde. Nee, ich finde den Zettel nicht mehr. Sehr gut. Ah doch, warte, ich habe es mir gar nicht auf den Zettel geschrieben. Ich habe es mir auf meinen Notizblock geschrieben. Jetzt heute. Nicht heute. Erst nächsten Samstag. Wer ist dann als nächstes dran? Tatsächlich morgen zwei meiner Pferde, nämlich Little Princess, mein Isländerstütchen. Ist jetzt heute dran am Samstag. Morgen am Sonntag. Oh Gott. Und mein Mustang Chocolate, den ich von Linali gekauft hatte, die ist auch morgen dran. Ich bin schon sehr gespannt. So, Block ist wieder weg. Ich bin schon sehr gespannt, was mich da für Fohlen erwarten. Gerade bei Rassen wie den Isländern und den Mustangs, wo es unheimlich viele Farbvarianten gibt, bin ich dann natürlich sehr, sehr neugierig. Auch wenn es natürlich genetisch vorweg begrenzt ist. Das ist klar. Da habe ich natürlich dann auch nur immer im Rahmen der Eltern die Möglichkeiten, aber da gibt es halt trotzdem die meisten Möglichkeiten, ne? Gut, dann gucken wir doch jetzt mal noch in die Nachrichten rein. Und da hat die Sandy geschrieben, es wird Zeit für einen neuen Betreff. Ja, wir haben schon lange den Betreff nicht mehr gewechselt. Hallo Kadi, es war super schön, mal wieder mit dir zu telefonieren gestern. Auch wenn die Verbindung nicht ganz so gut war, aber ich denke, das liegt einfach an der langen Leitung. Fragt sich an welcher, die Verbindung zwischen uns oder unsere. Ich freue mich schon total, dich bald bei uns begrüßen zu dürfen. Drei Fohlen haben wir schon auf der Ranch. Bis zu deinem Besuch sind es bestimmt noch einige mehr. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Blondie müsste jetzt jeden Tag abfohlen. Wir hoffen so, dass alles gut geht. Pocolena hat ihr Fohlen leider tot geboren. Oh je. Ach Gott, es war ein wunderschöner Palomino-Hengst. Sie ist jetzt wieder tragend, diesmal von unserem Shotgunner. Ich hoffe, dass sie das Fohlen behalten wird. Wenn sie das Foli auch verliert, dann werden wir eine Pause einlegen und sie weiter in Raining ausbilden. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Kann ich ja jetzt schon sagen, ne? Aber ich schreibe ihr erst den Brief. Oh, das ist ja krass. Oh je. Oh wow, 44 Boxen. Da hast du ja einiges zu tun. Oder hast du jetzt schon angebaut? Wir haben immer noch nur 25 Boxen. Ich versuche jetzt einfach erstmal keine weiteren neuen Pferde zu kaufen. Ist auch nicht so einfach. Die Idee ist ja total süß mit den französischen Namen, auch wenn ich ihn nicht aussprechen kann. ja, genau. Ich hatte nämlich von Bienvenu erzählt, von meinem Markstütchen heißt Willkommen. Ich bin schon mega gespannt, wie es wird, wenn wir mit der Uni fertig sind, eine eigene Firma gründen. Wie spannend. Ich mache jetzt noch meine Stalltour und schaue bei den tragenden Stuten vorbei, bevor ich ins Bett gehe. Ich sende dir ganz liebe Grüße aus den Staaten, Sandy. Jai. Das ist ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst bei meiner Splatoon. Mit der Geburt, denn ich habe nicht aufgepasst und sie ist ein Frame und ich habe sie mit einem weiteren Frame gedeckt und das ist ganz, ganz oft kommt es zu Totgeburten und ich wusste nicht, ob es im Spiel hier auch passieren kann. Ich habe es tatsächlich vergessen, dass es im echten Leben so ist. Deswegen hoffe ich, dass das Fohlen von Splatoon lebend zur Welt kommt und ich da nicht auch eine Totgeburt dann zu beklagen habe. Schauen wir einfach mal. Ja, und wie gesagt, wenn ihr wissen möchtet, was ich der Sandy zurückschreibe, dann schaut heute Nachmittag einfach mal auf Nick Roll vorbei. Dann kommt dann nämlich auch ihr Video mit meiner Briefantwort. Ich verabschiede mich jetzt aber für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder und dann gründe ich mein Unternehmen. Ich bin sehr gespannt, was ich da dann für Aufgaben habe und wie das alles abläuft. Wenn euch das auch interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall einschalten, dann friemeln wir uns da einfach mal so ein bisschen durch. Also dann, ein schönes Wochenende euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!